Hier bitte. Und wir sammeln vielleicht 2, 3 Fragen. Ja, ich halte mich kurz, ich möchte kein Referat halten. Erstmals danke für die Musik und für den Vortrag. Wenn Sie an gewisse Menschenrechtskodizes denken, so à la Europäische Menschenrechtskonvention oder die Menschenrechtsresolution der Vereinten Nationen und Sie vergleichen das mit dem Verfassungsentwurf, wo Sie selbst mitgearbeitet haben, sehen Sie Parallelen oder ist sozusagen die Idee eines allgemeinen Menschenrechts in einem indigenen Diskurs unter Anführungszeichen nicht vorhanden? Oder sehen Sie Unterschiede? Das würde mich interessieren. Und außerdem hätte ich auch Interesse, diese Verfassung zu lesen. Ich nehme mal an, die gibt es auf Deutsch nicht. Das ist nicht so ein Problem. Ich verstehe annähernd Spanisch. Aber ich würde gerne wissen, wo ich die Verfassung ungefähr kriege. Danke. Le hago la pregunta en español o en alemán. En alemán en está español. Mejor, ¿no? Es más rápido. Sí, claro, más rápido. Usted produce, ¿no? ¿Cómo se puede? ¿Cómo? En alemán es más rápido. Alemán. Porque no tengo que traducirlo. Ok, wie kann man gegen Ölgeschäft kämpfen, wenn die ganze Welt in einem fast 90% von dieser Energie unabhängig ist? Es ist, welche Mechanismen haben Sie als Möglichkeit? Weil es braucht einen Mechanismus, es braucht einen Prozess. Es sind so, wie Sie vorher gesagt haben, es klingt ein bisschen utopisch. Ich glaube, es gehört eine große Organisation. Es gehört Geld auch. Gehört wirklich. Zum Beispiel eine ökonomische Unterstützung, aber große für diese Philosophie. Ich bin dabei, natürlich, ich bin dabei. Und ich glaube, es gibt viele Länder, die auch wirklich im Inneren gegen Kontamination auch kämpfen. Aber die Ökonomie der Welt ist gerade von Erdöl unabhängig. Das ist das Problem. Abhängig. Dankeschön. Danke. Noch eine dritte. Ja, herzlichen Dank auch für die Musik. Danke für Ihr Engagement seit vielen Jahren. Ich arbeite bei der Katholischen Sozialakademie und wir haben so das seit längerem schon das Motto Gutes Leben für alle, also ähnlich. Und wir haben gesagt, uns ist es wichtig, wie können wir Menschen motivieren, auf der Ebene, also so gesagt, weniger zu konsumieren, weniger zu verbrauchen, CO2, Ressourcen, wie immer. Und das Weniger, das kommt nicht gut an. Wir sind ja hirngewaschen, wir brauchen immer mehr, damit es uns gut geht. Und wir haben jetzt so das Konzept Zeitwohlstand als eine Möglichkeit, wenn wir nicht nur dem materiellen Wohlstand hinterherhecheln wollen. Aber da so die Frage, welche Motivation haben Sie oder Bilder haben Sie einerseits für uns, die wir im Wohlstand schwimmen, die meisten zumindest bei uns in Österreich, aber auch für Menschen in Ecuador, die ja, wenn sie in Armut sind, nicht in Armut bleiben wollen, materiell gesehen, sondern genauso ein Handy haben wollen, einen vollen Kleiderschrank, einen vollen Kühlschrank, ein Auto, gute Bildung etc. Also welche Motivationsbilder haben Sie entwickelt? Ja, toll. Gut. Noch mehr? Nur 3. Warte, ich notiere die Frage nicht mehr. Noch eine letzte Frage. Haben Sie einen Tipp an das österreichische Bildungssystem? Wir sind hier in einer Institution, die globales Lernen vertritt, aber das ist in den österreichischen Schulen und in den Köpfen der österreichischen Kinder noch nicht so ganz angekommen. Lehrerbildung neu ist bei uns ein Stichwort, da kommt globales Lernen auch nur sehr bedingt vor. Wie könnte man daran etwas ändern? Jugend eine Welt. Okay, danke. Tolle Frage. Es gibt noch eine Frage. Ah, lass mal erstmal, sonst okay. Wird es zu kompliziert. Machen wir noch eine zweite Runde, lieber. Ja, die Menschenrechte, die in der Verfassung Ecuadors verankert sind, kommen von diesen allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte, die in der Welt verbreitet wurden seit Jahren. Das gehört dazu. Was wir noch zusätzlich gemacht haben, sind die kollektiven Rechte.
Wir haben nicht nur die individuellen Rechte, sondern auch kollektive Rechte. Ja? Es war die dritte und vierte Generation. Ja? Alle diese Rechte sind da drin. Was wichtig ist in unserer Verfassung, dass alle diese Rechte gleichgestellt sind, nicht wie früher. Früher waren die Eigentumsrechte wichtiger als Ernährungsrechte, als Erziehungsrechte, als Wohnungsrechte. Das ist alles gleichgestellt worden. Aber im Prinzip muss der Mensch vor dem Kapital sein. Und das ist für uns ein entscheidendes Thema. Und kommen noch die Themen von den Naturrechten, ja, die Rechte der Natur. Ja. Wo kann man die Verfassung bekommen? Im Internet ist die Verfassung. Ja. Wenn ich noch ein anderes Exemplar hätte, würde ich dir schenken. Ich habe einen in meiner Tasche, ich zeige es dir. Aber das ist mein persönliches, ich werde es euch zeigen. Lass mal sehen. Er läuft immer mit der Verfassung unter dem Arm. In der linken Tasche ist die Verfassung. In der linken Tasche. In der linken Tasche, ich werde euch zeigen. Lass meine, bring mal hier. Diese Verfassung kriegst du im Internet. Warte eine Minute, das Link? Nein, das linke Tasche, ja? Hier ist meine Verfassung. Ja. Du liest sie jetzt nicht vor? Nein, es sind 444 Artikel. Ja? Und ich habe hier etwas ganz Schönes. Diese Verfassung hat etwas sehr Schönes. Weiß ich nicht, ob ich das finde. Irgendwann in den Kampagnen, denn wir die Verfassung durch das Volk bestätigt, ja, habe ich diese Verfassung wurde gewählt, ja. Oh, ich finde das nicht, das ist ganz toll hier zum Beispiel. Ja, nee, hier ist etwas anderes. Eine Frau hat mir diese Verfassung mit einem Kuss gegeben, mit dem Mund hier gedruckt, ja. Das war nicht meine Verfassung. Und ich liebe diese Verfassung noch mehr. Ich kenne die Frau nicht. Ich weiß nicht, wer sie ist. Es ist eine bekannte Frau. Das hat einen gewissen Charme. Darum gebe ich dir nicht die Verfassung. Ja, ist meine Verfassung. Ja. Zweitens, was kann man gegen Öl tun? Das ist ja schwer. In Ecuador zum Beispiel ist ein Land, das sehr stark von Erdöl abhängig ist. Ja. Fast 58-60% der Exporten kommen von Erdöl. Ja. 35% der Fiskaleinnahmen kommen von Erdöl. Fast 16-18% des Bruttoinlandsprodukts kommen von Erdöl. Ja, das ist immerhin. Aber wir wissen jetzt, dass wir uns nicht mit diesem Erdöl fördern, entwickeln werden. Nicht die Frage von Buen Vivir. Ja. Und habe ich schon gesagt, die Menschheit muss verstehen, dass die meisten bekannten Erdölreserven nicht gefördert werden können. Ja, das ist klar, das ist sogar schon mittlerweile von großen Multis akzeptiert. Mobil Oil, einer der großen Erdölkonzerne, hat ihre Reserven gekürzt, weil sie wissen, dass diese Zahlen nicht stimmen jetzt. Sie können nicht weiter auf dem Markt mit diesen Zahlen umgehen. Das ist eine Frage der Zeit. Und das erfordert einen Transitionsprozess. Es ist nicht von heute auf morgen. Wir müssen uns von diesem erstens Wachstumswahnsinn befreien, es weiterhin von dieser fossilen Wirtschaft, Energiewirtschaft befreien und drittens müssen wir eine ganz andere Welt schaffen, in der die Energie für alle da steht, aber nicht die Energie nur für die Akkumulation des Kapitals wichtig ist. Das muss ein Umdenken sein. Das wird nicht so einfach. Da können wir noch weiter darüber diskutieren. Gutes Leben für alle, natürlich, sonst gibt es kein gutes Leben. Ja, das ist mir klar. Die Frage ist, wie kann man sich jetzt einstellen, weniger zu konsumieren? Suffizienz anzustreben, statt diesen Überfluss. In den reichen Ländern ist es kompliziert. Ihr seid daran gewohnt, so viel zu konsumieren. Wie kann man das ändern? Das kann ich euch nicht sagen. Das Schwierige ist bei den armen Leuten. Ja? Ich habe einen Konsumchip im Kopf. Die möchten konsumieren und leben wie die reichen Leute. Obwohl es nicht Platz in der Erde für ein Konsummuster, ein globales Konsummuster, das sich nach der Konsumform von den reichen Ländern richtet. Das gibt es keinen Platz auf der Welt. Stellen wir uns vor, die chinesische Haushalte wurden so viele Autos, wie die nordamerikanischen Haushalte haben. Gibt es kein Umweltgewicht, das
durchhält. Ja? Das sind Sachen, die wir jetzt langsam diskutieren. Motivationsbilder. Ja? Motivationsbilder müssen wir uns jetzt schaffen, zum Beispiel in diesem Treffen. Wenn wir diese Sachen diskutieren und wir müssen die konkreten Projekte kennen, lernen, werden und ausbreiten, verbreiten. Ja? Das ist, was wir brauchen jetzt unbedingt. Das ist, was ich in diesen Tagen gemacht habe. Ich habe sehr viel gelernt von konkreteren Projekten, von Büchern, von Informationen, die uns in diesem globalen Dialog etwas beitragen. Ich konnte noch mehr an Sachen sagen, aber ich möchte auch etwas Musik hören. Ja? Und dann kommen noch andere Fragen. Bildungssystem, das ist entscheidend für Bonn-Bivier. Wenn wir das Leben ändern möchten, müssen wir mit Bildungssystem anfangen. Mit den kleinen Kindern. Ja? Wir sind schon, zumindest ich selber schäle ich jetzt von dieser Welt, von Kapitalismus. Ja? Aber die jungen Leute können etwas anders machen. Diese Yasunido zum Beispiel. Und ich hoffe, dass die Welt für die nächste Generation besser wird aufgrund unserer Arbeit, unserer Kämpfe, unseren Ideen. Und für mich heute, in diesem Tag, in diesem Freitag, ist besonders interessant, dass ich bin zum vierten Mal heute vor wenigen Stunden Großvater geworden. Ein Mädchen ist geworden, mein erstes Mädchen, ja. Amalia Costa. Das ist in Guayaquil geworden, ja. Und ich hoffe, ich werde bald ein Massenopa sein. Also, ja. Massenopa sein. Ich brauche mehr Enkelkinder. Ja, ich liebe Enkelkinder. Da bist du nicht für Suffizienz. Nein, keine Suffizienz. Diese Fall, Entschuldigung, etwas muss schief gehen. Abundantia. Gut. Noch Fragen? Da ist noch eine. Machen wir noch eine Runde, ja? Noch drei, sonst wird es zu spät. Ein Angebot und eine Frage. Das Angebot ist, es gibt eine Petition an den Präsidenten von Ecuador, die man unterschreiben kann. Einerseits hinten beim Büchertisch oder online auf der Homepage der Gesellschaft für bedrohte Völker. Da geht es darum, diese Yasunidos-Initiative zu unterstützen und auch die Idee einer Volksbefragung zu unterstützen, wo wir gehört haben, da gibt es eine große Volksbewegung von 750.000 Unterschriften. Und die Frage wäre, es gibt den Vorschlag, die Steuern für große Firmen in Ecuador zu erhöhen, um so den Verdienst oder den Steuerentgang aus der Erdölförderung zu kompensieren. Ist das machbar, Ihrer Meinung nach? Noch eine zweite Frage? Und dann da die letzte. Und zwar meine Frage, also vorher halt mal so ein paar Statements, die ich mir überlegt habe jetzt im Rahmen der Diskussion und dann halt eine Frage. Und zwar, weil wir immer von dem Halbkier jetzt gesprochen haben vorher, also das haben Sie auch vorne erwähnt. Ich denke, die Problematik ist einfach, wenn wir in der Gesellschaft, wo wir jetzt leben, wo jeder eigentlich in einem Hamsterrad drinnen ist und seine Miete zahlen muss, zusätzlich halt auch vielleicht die Eltern unterstützt oder halt auch seine eigenen Kinder, je nachdem Pflege etc., ja, ist es ganz schwierig, da auszubrechen. Also man ist einfach in den Rahmenbedingungen reingezwungen. Ne? Wenn man weniger konsumiert, was man vielleicht sowieso macht, weil man es sich nicht leisten kann, mehr zu konsumieren, aber wenn es dann noch weniger wird, ist es so, dass noch mehr Arbeitsplätze weggehen, weil natürlich die Produktion ja sowieso schon effizienzgetrieben ist mit den ganzen Prozess-Effizienz-Geschichten, die da abgehen. Ne? Es können natürlich mehr Dienstleistungsjobs geschaffen werden, also auch jetzt in Österreich. Oder wenn man dann sagt, okay, es entsteht dann Armut durch wenig Konsum, weil halt dann Arbeitsplätze wegbrechen, dann gibt es halt vielleicht mehr Arbeitsplätze im Sozialsektor, ja, um das abzufedern. Also das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, die da entsteht, um halt etwas abzugleichen. Genau, und eine Frage, die mich halt persönlich interessiert, war, dass Sie waren ja Energie- und Bergbauminister. Und in dieser Zeit, also welche Initiativen haben Sie da angestoßen, um halt die Arbeit, also die Armut irgendwie zu reduzieren, vor allem auch für die Bergmänner? Also weil mein Großvater war auch, also der Braunkohle abgebaut in den 50er Jahren in Österreich. Das heißt, ich weiß, wie da die Leben in Österreich waren und ich schätze mal, es wird so ähnlich vielleicht auch in Ecuador sein. Ich meine, vielleicht so wie in den 70er Jahren oder so in Österreich für einen Bergmann. Und genau, das war das. Und jetzt, die Frage. Jetzt. Nein, lass mal das. Und eine Frage noch: Was ist denn der Unterschied? Also, wir haben von Kriterien gesprochen.
Und der Unterschied zwischen zum Beispiel nachhaltiger Entwicklung und Buen Vivir. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass das Buen Vivir von unten nach oben kommt und nachhaltige Entwicklung eben von Institutionen von oben nach unten gebrochen wird, wie zum Beispiel jetzt auch durch die Legitimationsfrage von Unternehmen und ihre soziale Verantwortung. Und wo Sie halt da den Schnittpunkt sehen, genau. Richtig, schön. Das sind tolle Fragen. Du wolltest Musik. Ich möchte Musik und ich möchte Wein haben. Ja. Aber wir müssen wir die Fragen. Und er muss morgen um 5 nach Flughafen Kito fliegen. Sein. Ja? Ich muss am 5 im Flughafen sein. Ich hoffe, ich muss mich nicht entschuldigen für die letzte Frage. Und zwar betreffend der Gemeinschaft oder Identität, weil Sie haben vorher gesagt, in den letzten Jahrzehnten haben die Indigenen in Ecuador an Identität gewonnen, beziehungsweise Identitäten und an Selbstbewusstsein und dass es verschiedene Nationalitäten gibt. Und dann haben Sie viel von Gemeinschaft gesprochen und dass jede einzelne Gemeinschaft wohlgemerkt eine eigene Lösung finden muss. Und jetzt interessiert mich, was ist denn diese Gemeinschaft? Und ist sie global oder ist sie irgendwie begrenzt? Und vor allem, wie manifestiert sie sich dann politisch, beziehungsweise wie sollte sie? Und da interessiert mich, wie sehen Sie da die Zukunft dieses Konzepts und ob wir das nicht überhaupt überwinden müssen, diese Konzeption von begrenzten Gemeinschaften, um die von Ihnen eingangs genannten Herausforderungen für die wohl gemeinsame und gesamte Menschheit irgendwie meistern zu können. Danke. Ja, gut. Tolle Fragen. Erstens, ich habe schon die Seite gefunden. Könnt ihr das hier sehen? Ja? Ja. Die Idee von einer Erhöhung der Steuer der gesamten bekommenen Sachen, bekommene Steuer, der gesamte Steuer, gesamte Steuer, eingezogene Steuer, ja, von der 100 Cent größten Unternehmen Ecuadors, dann sprechen ungefähr 60% des Bruttoinlandsprodukts. Und 1,5%, nur um 1,5%, konnten wir mehr Geld bekommen, als das wir von Exporten von ITT, Yasuni, Edöl. Ja, das ist klar. Es gibt eine Studie von jungen Leuten, die haben das gemacht, haben das ausgerechnet. Aber dafür braucht man eine politische Wille. Braucht eine revolutionäre Regierung. Ist einfach das Geld aus der Natur zu holen, als das Geld aus der Tasche der Reichen. Ja, das ist einfacher. Die Natur protestiert nicht so oft. Aber die Natur, die Pachamama, hat Kinder. Und diese Kinder haben sich jetzt organisiert unter der Yasunidos Kollektivo, der Yasunidos Front und verteidigen ihre Mutter. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen die Mutter verteidigen und das Geld liegt in den Händen der reichen Leute. Das ist das Geld, das wir brauchen, um uns zu entwickeln, wenn wir diesen Begriff noch weiter verbrauchen. Zweitens, Arbeitsplätze. Das ist eine, ja klar, das ist eine ganz interessante Frage. Ja? Ich habe gesagt, wir können nicht ein Wirtschaftswachstum führen wie bis jetzt. So ist das nicht die sozialen Probleme gelöst. Ja? Das meiste Geld jetzt nur an wenige Leute. Vielleicht mit einer Umverteilung des Reichtums konnte es besser gehen, ja. Aber wir können auch aus ökologischen Gründen das nicht weitermachen. Wir können uns nicht diese unbegrenzte Wachstum vorstellen. Irgendwann müssen wir auch denken, dass die Arbeit verteilt werden muss. Die Arbeit muss verteilt werden. Aber dafür müssen wir zuerst die Reichtumkonzentration abschaffen. Diese große, starke Reichtumkonzentration. Und diese Idee ist nicht ganz neu. Diese Idee von einer stabilen Wirtschaft wurde schon im Jahr 1848 von John Stuart Mill vertreten. John Stuart Mill, 1848, der Jahr, in dem der Manifest der Kommunistischen Partei veröffentlicht wurde. Ja? Und die Idee von Arbeitsverteilung wird von einem Professor in Aachen verteidigt, ein Professor Karl-Georg Zinn, Z-I-N-N, Zinn, der sagt, wir müssen langsam eine andere Welt organisieren. Und da werden die Dienstleistungen eine große Rolle spielen. Die soziale Aufgaben, ja. Wie nennt man das? El Ocio. Der Müßiggang. Ocio? Ocio ist Müßiggang. Nee.
Freizeit. Ja, die Freizeit muss eine große Rolle in unser Leben haben. Ja, Freizeit. Wir müssen von Musik genießen. Mhm. Ja, von Landschaft genießen. Müssen wir andere Werte in unser Leben einführen. Das ist kompliziert, weiß ich, aber das ist unsere Aufgabe. In Bezug auf was ich als Minister gemacht habe, nicht so viel. Ich war nur 5 Monate da. Aber ich habe diese Initiative Yasunitete unterstützt. Ja? Und ich habe versucht, dass dieser Bergbausektor sich besser organisiert. In den neoliberalen Zeiten hat man alles Mögliche getan, damit die internationale Bergbau-Multis in Ecuador reinkommen. Und hat man alle Lizenzen vergeben. Ja. Da konnte ich selbst nicht das stoppen als Minister. Aber später als Präsident der verfassungsgebenden Versammlung haben wir das uns ganz schönen Konzept entwickelt, damit wir das etwas besser organisieren. Bei uns gibt es noch nicht die große Bergbauarbeiten. Ja? Es gibt nur eine im Süden, in Cordillera del Condor, das ist von den Chinesen. Aber das ist eine Ausnahme. Es gibt noch kleine Bergbauleute, die mit nicht genügender Qualität arbeiten. Die halten sich nicht an die Umweltrichtlinien an. Und da gibt es große Probleme. Muss man noch viel, viel, viel mehr in diesem Gebiet arbeiten, das ist klar. Aber ich würde sagen, wir müssen auch darüber nachdenken, na, was kommt jetzt? Entwicklung, Nachhaltigkeit und Entwicklung, ja? Nachhaltige Entwicklung und Entwicklungsnachhaltigkeit, ob wie das sein sollte, ja? Das ist nicht genug, um das Projekt wieder zu konstruieren. Aber es hilft uns, wenn wir uns mit der Natur beschäftigen. Und das ist eine Sache, die in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist, ja? Der Begriff von Nachhaltigkeit, diese Konzepte, wie können wir die Erde schätzen, aber wir müssen nicht die Natur weiter vermarkten. Dafür spreche ich jetzt von der Entmarktung der Natur. Ein Herr Jesus vor 2000 Jahren hat die Händler aus dem Tempel rausgetrieben. Das müssen wir auch, die Händler aus der Natur raustreiben. Das ist unsere Aufgabe. Gläubiger oder nicht Gläubiger. Hier geht es um das Leben von allen. Ja? Und drittens, das war die Gemeinschaft. Um welche... Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich bin nur Volkswirt, ja? Niemand ist vollkommen, ja? Die Gemeinschaft, ich spreche jetzt zuerst lokal. Das ist unsere Gemeinschaft, wo wir jetzt am besten und direkt das Leben beeinflussen können. Ja, ist unsere Gemeinschaft. Aber wir müssen auch national, die nationale Gemeinschaft irgendwie beeinflussen. Und die globale Gemeinschaften. Und da müssen wir auch nicht nur bei denen haben, sondern konkrete Vorschläge. Wann schaffen wir die Steuerparadiese ab? Warum diskutiert das nicht in der Europawahl? Das wäre ein Thema für die Europawahl. Die Abschaffung der Steuerparadiese. Zumindest in Europa. Da versiegt das meiste Geld von Korruption. Verschiedene Formen von Korruption. In Europa hat gewisse Schritte getan, um die sogenannte Tobinensteuer einzuführen. Aber es fehlt mehr. Die müssen diese Spekulation eindämmen. Ja? Mehr als 80% des Goldes, der aus dem Boden kommt, ja, mit höheren Umwelt- und sozialen Kosten, mehr als 80% gehen die meisten von davon nochmal unter den Boden, in Keller der Banken und der Spekulation im Kapitalismus aufrechtzuerhalten. Wann machen wir etwas gegen die, zumindest Goldschmuck? Ja, das wäre eine interessante Initiative. Ja, konkrete Fragen, diskutieren wir das. Und ich frage mich, warum behandelt ihr die Nordeuropäer, die Südeuropäer nicht wie die Deutschen im Jahr 1953 behandelt wurden? Die Deutschen hatten riesige Schulden gehabt. Nach dem Ersten Weltkrieg, der Nazi-Regime hat noch Schulden bekommen, weil die Amis haben den Leuten Geld gegeben und Technologie, das kennen wir alle. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es den sogenannten Marshallplan. Am 27. Februar 1953, die Deutschen konnten ein wunderschönes Abkommen mit den ehemaligen Alliierten, ihre Gläubigen, abschließen. Ein großer Teil des Verschuldung wurde gestrichen. Großes Strich. Ein anderer Teil der Verschuldung hatte
Null Zinsen. Null Zinsen, ja. Sagen wir, ne? Keine Zinsen. Keine Zinsen. Langfristige Tilgungsraten, Tilgungsfristen, ja. Und die Alliierten, die von Deutschland angegriffen wurden, ja. Die Gläubiger von Deutschland haben sich verpflichtet, deutsche Produkte zu kaufen, damit die Deutschen den Wiederaufbau schaffen und die Schulden bezahlen. Warum tut man das nicht mit den Europäern, Französen, Portugiesen, Italienern, Spanier, ihren Griechen vor allem, von den Griechen? Ja? Das sind Sachen, die wir jetzt darüber nachdenken sollten. Ja? Diese Gemeinschaft muss sich organisieren. Eine bewusstseintragende Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die Lust an Kampf hat und das sich dafür einsetzt, dass wir eine andere Welt schaffen. Das ist unsere Aufgabe. Und dafür sind wir hier. Und ich glaube, dafür brauchen wir gute Musik. Und ich muss mich bedanken. Dankeschön. Danke, Alberto. Ich schlage vor, dass wir die nächsten Lieder von Grupo Sal Amalia widmen. Ja? Dass wir Amalia, seiner neuen Nichte, die heute vor drei Stunden geboren ist. Ich habe dich wieder. Seinem Enkel, seiner Enkeltochter widmen. Ja? Gut. Dankeschön. Warte. Ein Komponist, ein Philosoph aus Nordwestens Argentinien, Gustavo Leguizamón, aus der Provinz Salta, und ein Dichter, Manuel J. Castilla, die haben sehr viele folklorische Lieder geschrieben, vor allem Sambas. Samba ist, sagen wir, unser Folklore, ja, aus der Musikgattung par excellence in unserer Folklore. Das heißt La Pomeña, eine Frau aus der Region La Poma. Wahrscheinlich hat so indianische Züge, eine hübsche Frau. Und der Dichter beschreibt sie wirklich fantastisch. La Pomeña. Yeah.
Gut, zum Abschluss machen wir ein bisschen Krach. Hey, muchachos? Ja. Ja? Wir werden ein Stück spielen, das am besten man mit der Hüfte hören kann. Ja? Ich lade alle Frauen zu tanzen. Okay? Weil die Frauen sind nicht so schüchtern wie die Männer. Wir haben viel mehr Komplexe. Die Frauen gehen. Das ist. Ja? Wie Begleitung. Mal sehen, mal sehen. Das ist ein Salsa-Stück von Eddie Palmieri, ein Puerto-Ricaner, der in New York lebt. Ein sehr heftiges Stück. Kommt als erstes eine sehr heftige Intro und dann das Thema voll mit Unterbrechungen und so. Gut, diese Hektik spiegelt mehr oder weniger das Leben in New York. Das Stück heißt Oye lo que te conviene, hör zu, es lohnt sich. One, two, ¿Qué es lo que yo escucho? Un quinto llamando mi guaguancó. La conga tumbando y el timbal va repicando, salsa con sabor. A ti te conviene, oye bien lo que tiene, y guaguancó. Harald y Andrea soplando y Don Curi va tumbando, bajo con sabor. Te lo traigo para ti, mi ritmo llama y dice así, escúchalo sonar. Ajá, y a ti te conviene, oye bien lo que tiene mi guaguancó. Fernando tumbando y Omar Plasencia va tocando, timbal con sabor. ¡Vamos! ¿Cómo? Oye lo que te conviene, mi tambor está sonando. Oye lo que te conviene, el tambor, 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 tambor. Oye lo que te conviene, mira qué rico es mi guaguancó. Oye lo que te conviene, óyelo, óyelo, óyelo. Oye lo que te conviene, para que goce mi gente. Oye lo que te conviene, buscaré la armonía. Oye lo que te conviene, para ti lo estoy cantando. Oye lo que te conviene, oye que vale la gente. Oye lo que te conviene, óyelo, óyelo, óyelo. Oye lo que te conviene, a la 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 la. Oye lo que te conviene, mira qué rico es mi guaguancó. Sabor, oye lo que te conviene, la rumba que retumba, que te rompe el corazón. Oye lo que te conviene, óyelo, óyelo, óyelo.
Dios si me cambio, si me conviene, pero feliz es feliz. Sie haben nicht getanzt. Ei, 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 ei. Die letzte Möglichkeit. Es ist an die Zeit gekommen, dass wir uns bei euch bedanken für die Aufmerksamkeit, die Energie, die Wärme und auch für die Gastfreundschaft dieses Hauses. Wir freuen uns, dass immer wieder Netzwerke entstehen, die solche Veranstaltungen möglich machen. Das geht von, die gehen von den Gewerkschaften bis zu den Kirchen über entwicklungspolitische Einrichtungen an diese Veranstaltung. Ist die ÖFSE natürlich allen voran beteiligt, aber auch die Gewerkschaften, die VÖGB, ATTAC, Südwind, Jugend eine Welt, die Zeitschrift Sei so frei, Klimabündnis Österreich Fairtrade. Nur so sind diese Veranstaltungen denkbar, möglich und dann auch erfolgreich. Danke auch an Werner Ratzer und Gabi Slezak, die so viel gearbeitet haben für diese Veranstaltung. Einen Applaus für Werner und Gabi. Ich stelle uns ganz kurz vor am Ton aus Stuttgart, Andi Michel. An Sax und Klarinette, auch aus Stuttgart, Andreas Franke. Ebenso am Saxophon und an Klarinette aus Stuttgart, Harald Schneider. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass es uns eine besondere Freude war, in Wien unsere Derniere zu machen. Das war wirklich was ganz Besonderes für uns. An Kontrabass Kurt Holzkämper. Aus Caracas, Venezuela, Omar Plasencia. Aus La Plata, Argentinien, Aníbal Civilotti. Ich heiße Fernando Dias Costa und komme aus Porto, aus Portugal. Dankeschön. Dankeschön.